Fast jeder kennt natürlich das Gefühl der Niedergeschlagenheit, wenn man eine Erkältung hat. Also die Nase tropft, ja, der Hals schmerzt, der Kopf brummt. Dann möchte man natürlich mit der Welt nichts zu tun haben. Und interessanterweise kommt dieses Gefühl, dass ich mich zurückziehen möchte, dass ich mich am liebsten unter meiner Decke zu Hause verkriechen möchte, kommt dieses Gefühl manchmal schon vor den Symptomen. Also bevor eigentlich ein triftiger Grund dafür da wäre, fühlt man sich, ja, man könnte sagen, depressiv. Und der Grund dafür sind wahrscheinlich die im Körper begonnenen Entzündungen. Und diese Entzündungen, die man da spürt, die könnten höchstwahrscheinlich eine große Rolle bei Depressionen im Allgemeinen spielen. Dafür sprechen zumindest eine ganze Reihe neuer Studien, in denen man beobachten konnte, dass Menschen mit Depressionen tatsächlich im Durchschnitt erhöhte Entzündungswerte haben. Und schon im Jahr 2013 wurde in der angesehenen Fachzeitschrift BMC Medicine eine provokative Studie veröffentlicht. Also der Titel der Studie war jetzt relativ provokativ, denn der war: So depression is an inflammatory disease, but where does the inflammation come from? Also mit anderen Worten, es ist ja völlig eindeutig, dass Depressionen eine entzündungsbedingte Erkrankung sind. Wir müssen eigentlich nur noch klären, wo die Entzündungen herkommen. Natürlich war das damals sehr provokativ, aber es ist selbst heute noch provokativ, weil obwohl man tatsächlich finden konnte, dass bei vielen Depressiven die Entzündungswerte stark erhöht sind, sind sie natürlich nicht bei allen stark erhöht. Also das heißt, diese Entzündungswerte sind wahrscheinlich nicht bei allen die Ursache. Man macht in der Forschung ja häufig den Fehler, dass man, wenn man mal eine Spur gefunden hat, das auf alles versucht zu generalisieren, aber das scheint auch nicht der Fall zu sein. Aber immerhin sind sie momentan tatsächlich die heißeste Spur, die wir in Sachen Depressionen haben. Das heißt, vielleicht gelingt es uns, über diese Spur in Zukunft noch bessere Behandlungsmethoden für Depressionen zu entwickeln. Jetzt stellt sich natürlich zunächst mal die Frage, was sind denn das für Entzündungen überhaupt, die wir da im Körper haben? Sind es die tatsächlich diese ganz normalen Entzündungen, die ich auch habe, wenn ich mir einen Spreisel in den Finger ramme und dann wird es rot um den Finger rum? Oder die Entzündung, die ich habe, wenn ich eine Mandelentzündung habe oder eine Bronchitis, eine Bronchialschleimhautentzündung oder wenn ich Sonnenbrand habe? Sind diese Entzündungen gemeint? Und kurioserweise sind genau diese Entzündungen gemeint. Also genau diese Dinge, die dadurch zustande kommen, dass unser Körper auf zum Beispiel auf Fremdkörper wie den Spreiseln im Finger oder auch auf Allergene, da hat man zum Beispiel auch gefunden, dass Menschen mit Allergien, insbesondere im Frühling und im Sommer, dann, wenn eben sehr viele Pollen unterwegs sind, tatsächlich auch ein erhöhtes Suizidrisiko haben. Es sind also diese banalen Entzündungen, die dadurch zustande kommen, dass unser Körper auf Fremdkörper wie Viren, Bakterien, den Spreisel im Finger, Hitze oder auf radioaktive Strahlung, auf all diese Dinge reagiert und erstmal die Immunabwehr des Körpers anwirft. Das heißt, es ist wirklich zunächst mal etwas Gutes. Entzündungen sind etwas Gutes, weil der Körper damit auf Eindringlinge von außen, auf Fremdkörper reagiert und versucht, sie zu bekämpfen. Er wirft die Abwehr des Körpers an und häufig gelingt es ihm ja auch, dann auch wirklich die Fremdkörper zu erfolgreich zu bekämpfen und wir werden wieder gesund. Allerdings ist es leider auch so, dass der Körper, wenn er merkt, da ist eine Entzündung, also wenn er merkt, da sind die Zytokine im Körper erhöht, dann beginnt er mit der sogenannten Krankheitsreaktion, mit dem Krankheitsverhalten. Und das kennt jeder. Wir haben dann zum Beispiel Fieber, wir haben Schweißausbrüche. Und gleichzeitig kann man aber auch manchmal beobachten, dass man weniger Hunger hat und dass man sich ein bisschen mehr zurückzieht und dass man sich niedergeschlagen und matt fühlt und dass man eigentlich am liebsten jetzt nichts mehr mit der Welt zu tun haben möchte. Und im Grunde könnte man sagen, dass man sich eben auch depressiv fühlt. Aus evolutionärer Sicht macht das durchaus Sinn. Denn wenn, nehmen wir an, vor 10.000 Jahren, ich habe eine Erkältung und ich würde da jetzt durch die Savanne laufen, überall sind Feinde oder auch Fressfeinde und ich würde so geschwächt, wie ich bin, da einfach durch die Gegend laufen, dann wäre ich natürlich ein gefundenes Fressen. Das heißt, der Körper
hat diese Krankheitsreaktion entwickelt, weil er uns schützen möchte. Und es ist ein bisschen kurios, dass die Sachen, die uns heute am meisten plagen, sowas wie generalisierte Angststörungen, massive Ängste, Depressionen, dass die im Grunde letzten Endes wohl Schutz oder auf Schutzreaktionen unseres Körpers zurückzuführen sind. Weil auch bei Ängsten möchte natürlich der Körper nicht, dass wir irgendwo hingehen und uns einer vermeintlichen Gefahr aussetzen. Jetzt stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, was können wir daraus lernen? Und gibt es eigentlich noch deutlichere Hinweise darauf, dass diese Entzündungen tatsächlich auch kausal dafür verantwortlich sind, dass es uns, wenn wir Depressionen haben, so schlecht geht? Und die Antwort lautet ja. Es gab in den letzten Jahren eine ganze Menge hochinteressanter Studien diesbezüglich. So konnte man zum Beispiel beobachten, dass wenn man Menschen entzündungshemmende Medikamente gibt, sowas wie Aspirin, da hat es nicht so gut funktioniert, aber sowas wie Celebrex, dann gingen auch die Depressionen zurück. Man konnte zudem beobachten, dass bei Antidepressiva auch entzündungshemmende Effekte beobachtet werden konnten. Weitere spannende Hinweise gibt es aus Studien mit Heilpflanzen. Also darüber könnt ihr ja im Buch dann ausführlich nachlesen. Viele Heilpflanzen, die sich positiv auf unsere Stimmung auswirken, sowas wie Lavendel, Zitronenmelisse, Kurkuma, Cannabidiol etc., haben tatsächlich auch entzündungshemmende Wirkungen. Auch Sport, auch bei Sport kann man beobachten, wenn man den regelmäßig macht, dass es langfristig wohl dabei hilft, Entzündungen besser in den Griff zu kriegen. Und sogar, da ist die Forschung aber auch noch ganz in den Kinderschuhen, auch durch Psychotherapie könnten Entzündungen zurückgehen. Jetzt hätte ich fast den wichtigsten Punkt vergessen. Auch durch Ernährungsumstellung können wir anscheinend gut auf unsere Entzündungswerte im Körper einwirken. Man findet nämlich zum Beispiel bei übergewichtigen Menschen, vor allem wahrscheinlich aufgrund des Bauchfetts, erhöhte Entzündungswerte. Und erste Studien konnten zeigen, dass, und da habe ich glaube ich auch schon mal ein Video zu gemacht, dass durch eine Ernährungsumstellung, die bedeutet, dass man eigentlich die Sachen essen soll, von denen man eigentlich schon lange weiß, dass man sie essen sollte, nämlich viel Nüsse, viel Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, Bohnen, Linsen. Wenn man Menschen, die sich zuvor schlecht ernährt haben und die Depressionen hatten, wenn man sagt, probier mal davon mehr zu essen und sie schaffen es über Wochen und über Monate davon mehr zu essen, dann geht es ihnen im Durchschnitt danach auch tatsächlich besser. Also um das nochmal ganz klar zu sagen, das sind alles noch ganz neue Erkenntnisse. Wir wissen noch nicht so genau, wie wir das am besten in eine Behandlung reinpressen können. Aber es gibt auf jeden Fall immer mehr Studien, immer mehr Hinweise darauf, dass das vielleicht in Zukunft dabei hilft, maßgeschneiderte Behandlungen für Menschen mit Depressionen, die schon seit Jahren, Jahrzehnten damit zu kämpfen haben, zu entwickeln. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr fand es interessant. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.